Schönen guten Morgen vom Moyanes Campground hier in der Nähe von Egilstadir. Ja, die letzte Nacht war jetzt wohl die unruhigste hier in Island. Na, die Nacht nicht unbedingt, aber der Abend und der Morgen, weil es hat doch ziemlich viele Leute gegeben, ziemlich viele Wohnwagenfahrer und ja, die machen alle hier Ferien im Osten auf der Flucht vor dem Regen im Westen. Darum ist der Platz jetzt doch ein bisschen voller geworden. Der heutige Tag, der sieht jetzt nicht allzu viel Spektakuläres vor. Ja, wir haben nämlich jetzt schon 12. Wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit essen und machen uns dann startklar. Die Fahrt führt heute über den Pass nach Seyðisfjörður und morgen früh geht es ja dann auf die Fähre. Darum fahren wir heute schon rüber, damit wir morgen nicht allzu weit fahren müssen. Ja, und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Seyðisfjörður unsicher. Das Wetter ist immer noch ganz angenehm soweit. Und ich denke, das ist dann auch unten in Seyðisfjörður so. Einen ganz lustigen Zufall gab es jetzt auch noch. Und zwar haben wir ein Seabridge-Fahrzeug, also ein Fahrzeug mit Seabridge-Aufkleber gesehen. Und das hat sich dann herausgestellt, dass das der Chef selber ist, der Herr Heinemann und seine Frau. Und mit denen habe ich mich jetzt dann noch ein bisschen unterhalten über diese leicht chaotische Panamerikaner-Tour dieses Jahr und die aktuelle Lage. Ja, er ist wirklich auch nicht zu beneiden. Die Reisebranche, die hat ziemliche Herausforderungen zu lösen. Dieses Jahr, nächstes Jahr und wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre. Und da ist er natürlich an vorderster Front mittendrin. Aber er ist trotzdem guter Dinge. War ein ganz nettes Gespräch. Birchermüsli mit Skyr. Dieser isländische Quark-Joghurt-Mix. Aber schmeckt echt gut. Und bei Sonne draußen vor Moski natürlich noch besser. Hier in Egilstadir hat es nicht nur eine Tankstelle oder einen Autowaschplatz, sondern dort hinten hinter dem links wegfahrenden Wohnwagen eben auch eine Entsorgungsstation. Also da hat es einen Bodeneinlauf, da kann die Toilette rein und das Grauwasser und hinten an dieser Mauer hat es dann auch Frischwasser. Für Reisende auf die Färöer empfiehlt sich das hier nochmal zu entsorgen, weil ich glaube, auf den Färöer ist diese Infrastruktur so gut wie nicht vorhanden. Drum ist der Oski jetzt einerseits leer und andererseits voll, nämlich das Frischwasser ist wieder voll. Die Alice macht jetzt gerade hier noch im Supermarkt ein paar Besorgungen und dann müssen wir hier nur noch über den Pass fahren, bis auf 600 hoch und dann auf Meereshöhe runter wieder. Und dann sind wir in Seyðisfjörður. Und ich gehe mal davon aus, wenn am Donnerstagmorgen die Fähre geht, ist mittwochs in Seyðisfjörður Campingwagen-Ausstellung oder Wohnmobil-Ausstellung. Ich schätze, da werden sich dann alle im Laufe des Nachmittags schon einfinden. Für die letzte Nacht hier in Island. Und das Thema Einkaufen. Ja, wir haben eigentlich so zwei Supermärkte gefunden, in die wir immer wieder gehen, weil die es auch überall gibt. Und unserer Erfahrung nach hat der Netto ein bisschen die größere Auswahl. Und dann der andere, der Bonus, der ist so ein bisschen günstiger eher. Hat eher auch die größeren Mengen, also da findest du Riesenpack Fleisch und Lebensmittel. Und ja, der Netto ist vielleicht ein klein bisschen teurer, dafür ein bisschen feiner sortiert. Ja, Corona ist auch hier wieder präsent in Island. Zahlen am Steigen und drum haben sie die Regeln gerade wieder ein bisschen angezogen. Ja, in den Supermärkten gibt es ja keinen Alkohol über 2,25%, das hatte ich schon erwähnt. Und dazu muss man eben in die Wienbudinen. Und was kostet jetzt der Alkohol hier? Naja, der Wein geht so ab
ja, 10, 12 Euro der Liter los. Das sind dann so die Kartonweine. Das muss ja nicht schlecht sein. Aber Flaschenweine kosten dann doch einiges mehr. Und Bier kostet für so umgerechnet 4, 5 Euro pro Dose. Und heißeres Zeug, Spirituosen und sowas, kann ich euch nicht sagen. Das kostet dann auch richtig viel. Ja. Also Alkohol, eine sehr teure Sache. So, jetzt sind wir fast oben auf der Fjada Heidi, 100 Höhenmeter noch, und Oski hat natürlich schon gerade unten wieder eine Fehlermeldung gemacht. Der hat halt mit dem Pass hier so seine Mühe, aber der ist auch wirklich steil. Also ich kenne wenige steilere Pässe. Da unten Igelstadir und dort hinten irgendwo waren wir campen die letzten drei Nächte. Bevor wir jetzt hier auf den Campingplatz fahren in Seyðisfjörður, checken wir mal ein für die Fähre morgen und geben das Reisegepäck ab. Nein, der Oski bleibt natürlich bei uns. Aber wir können die Bordkarten jetzt schon holen und dann sparen wir uns das morgen. Ja, hier weht jetzt dann doch wieder ein anderer Wind. 13 Grad zeigt das Thermometer und es ist irgendwie ziemlich feucht. Bisschen neblig oben drin, Wolkendecke drauf. Boah. Also ich glaube, kurze Hose ist dann doch nicht das Richtige für hier. Check-in ist erst heute Abend um 6. Somit checken wir jetzt mal woanders ein, nämlich auf dem Campingplatz. Das ist jetzt der Campingplatz für die kommende Nacht. Es ist eben nicht der richtige Campingplatz hier in Seyðisfjörður, der ist schon voll, sondern es ist der Ausweichplatz. Ja. Und ich glaube, heute nimmt dann die Einwohnerzahl wirklich um das Doppelte zu für eine Nacht. Ja, hier sieht man jetzt die Verladeanlagen bzw. die Aufstellplätze. Da vorne ist das Mögeleingebäude. Wie gesagt, richtige Camper-Ausstellung. Und doch auch gelegentlich mal ein Fahrzeug, was uns auch gefallen würde. Zum Beispiel der da, der Oman. In den Oman hat man nämlich mal 2016 oder so auch schon einen Blick reingeworfen. Oh, er war uns zu teuer. Jetzt haben wir mal eingecheckt. 3300, ja, ist auch genug für das, was es ist. Aber ist halt ein üblicher Preis. Und ja, man kann ja die Facilities vom Campingplatz mit benutzen. Ob wir das brauchen, naja. Und jetzt sind wir hier sozusagen in der Innenstadt. Da gibt es eigentlich nur so eine Hauptstraße, kann man sagen. Aber ist hübsch. Und siehe da, jetzt am Abend kommt sogar noch die Sonne ein bisschen raus. Wir laufen zur Post und werfen noch die letzten Karten ein. Jawohl, gibt es auch noch Einsichtskarten. Und dann laufen wir zum Check-in. Und jetzt laufen wir da auf die Boxen zu, die zwei Boxen. Das ist eben der Vorabend-Check-in. Bordkarte für uns und für das Auto abholen. Dann müssen wir morgen mit dem Auto nur noch hier irgendwo in die Reihe fahren. Oder schon weiter vor in die Reihe. Und dann ist gut. Die, die auf die Färöer wollen, das sind ja wir, die müssen eine anderthalb Stunden vorher da sein. Die, die bis Dänemark
verschiffen, die müssen 2 Stunden vorher sein, wegen der Verladerei. Und ich denke, es werden wahrscheinlich nicht allzu viele von hier nur bis Färöer fahren, weil die Ankunftszeit nachts um 3, die ist natürlich schon ein bisschen krass. Und dann musst du ja immer noch eine Stunde vorher aus der Kabine raus. Ja, mal schauen. Ja, mit Sonne sieht das doch alles noch mal ein dicken freundlicher aus. Da sind sie, die Bordkarten für uns und den Oski. Und da steht noch Lane Number C3. Und das wäre dann diese da. 9.15 Uhr, ja, da können wir ja fast ausschlafen. Ticket in der Scheibe und die letzten Meter hier in Island. Schönen guten Morgen aus Seyðisfjörður. Wir rollen zur Spur C3 und stellen uns da mal an. Und da stehen wir nun mit Norröner Blick. Das ging jetzt aber schnell. Wir sind zusammen schon im Schiff. Die Färöer-Kunden dürfen, glaube ich, vorher. Wow, jetzt aber. Da soll noch einer wegen einer rauchenden Dieselheizung reklamieren. Dann zeige ich ihm die Bilder hier. Ja, die großen Maschinen sind, glaube ich, jetzt wieder angeheizt. Und wir sind schon 2 Minuten über die Abfahrtszeit. Das wird jetzt gleich losgehen. Das Bodenpersonal kommt angeradelt. Schön laut. Ja, ein bisschen Wehmut schwingt natürlich bei diesen Bildern schon mit.
Wir waren gerne hier, auch wenn manchmal Schweinewetter war. Und naja, es ist nicht auszuschließen, dass wir mal irgendwann wiederkommen. Heutige Aussicht aus der Kabine. Ein letzter Blick auf Island. Ja, es war jetzt relativ lang warm oben an Deck. In dem ganzen Fjord waren ungefähr 20 Grad. Und dann fing das so an mit so kalten Schüben. Wieder warm geworden. Und dann irgendwann, nachdem wir den Fjord verlassen haben, ist es dann halt die frische Seeluft hier. 10, 12 Grad wird die haben und ist ein bisschen feucht. Und langsam fängt es auch ein bisschen an zu schaukeln. Für heute Nachmittag und heute Abend sind Wellen von 3 bis 4 Metern angekündigt. Das ist also ungefähr doppelt so viel wie das, was wir auf der Hinfahrt hatten. Mal sehen, wie sich das anfühlt. Und wir müssen jetzt mal an die Rezeption. Für die Färöer ist ein Corona-Test obligatorisch, wenn man dort aussteigen will. Und das wollen wir ja. Und dann müssen wir uns an die Rezeption einen Termin machen und uns dann an dem Termin einfinden. Und dann dürfen wir da mal wieder so ein Wattestäbchen in den Rachen geschoben bekommen, getan. Ja, nicht so angenehm, aber ja, nicht schlimm. Ja, und anders als auf der Hinfahrt ist jetzt hier an Bord wieder Maskenpflicht, weil die Corona-Zahlen auch in Island und in Färöer wieder gestiegen sind und somit hier im Innenraum, im öffentlichen Bereich. Kriegt das scharf? Hallo? Ja, er stellt es fast nicht scharf. Ihr seht, was draußen los ist. Ja, die 3-4 Meter Wellenhöhe, die ist glaubhaft. Das Schiff wird ganz schön geschüttelt. Und wenn du auf den Gängen rumläufst, dann kommt man sich irgendwie so leicht besoffen vor. Jetzt gehen wir mal an Deck und schauen uns das mal von oben an. Und dann um 10 nach 2 geht es zum Corona-Test. Oh, das ist ja echt unfassbar. Huhu. Voll gegen den Wind. Das Schiff ist gut in Bewegung. Mama mia. Rumlaufen? Keine Chance. Das wird nicht rein. Ja, auf der anderen Seite gibt es gerade einen Regenbogen. Aber du kommst nicht hoch aufs Deck.
auf 7. Keine Chance.